eine erste Sitzung gegeben, natürlich eine Videokonferenz im Rahmen dieses Schlichtungsverfahrens. Und es sind jetzt für diese Wochen im Januar weitere Schlichtungssitzungen verabredet. Dieses Verfahren mit dem Schlichter Matthias Platzek in Gang gesetzt wurde, war ja auch Wunsch beider Partner, sowohl der CFM wie auch von Verdi. Und wir haben das natürlich auch sehr unterstützend begleitet. In der ersten Runde, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, in dieser ersten Videokonferenz war auch Staatssekretär Krach mit dazugeschaltet, um eben entsprechend unterstützen zu können, wenn es erforderlich ist von Seiten der Senatskanzlei. Frau König, wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen? Nicht der Fall. Andere liegen auch nicht vor. Dann kommen wir jetzt schon zur CDU. Herr Evers, bitte schön. Muss ich was drücken? Das geht ja schnell. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage den Senat, wieso ist die Arbeitsaufnahme von Volker Hertig als Vorstand der Wohnraumversorgung Berlin zu Jahresbeginn nicht wie geplant und reibungslos erfolgt? Und welche fachlichen oder rechtlichen Gesichtspunkte sprachen aus Sicht der Stadtentwicklungsverwaltung dagegen, ihn überhaupt auf diese Position zu berufen? Herr Kollatz. Bevor Herr Kollatz dann für den Senat antwortet, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass Nachfragen erst dann angemeldet werden können, wenn der Senat inhaltlich mindestens irgendetwas gesagt hat. Also die Kollegen Gräf und Frau Genburg werden jetzt hier aus der Redeliste wieder herausgenommen, wie das üblich ist, und sei an dieser Stelle noch mal daran erinnert. Herr Senator Kollatz, bitte schön, Sie haben das Wort. Das Mikro beim. Also das ja, ist jetzt ist es an. Dankeschön. Dankeschön, Herr Präsident. Herr Evers, Ihre Frage geht von einem unrichtigen Sachverhalt aus. Es ist so, dass mein Haus Herrn Hertig bestellt hat nach einem Auswahlverfahren als ein Vorstandsmitglied für die Wohnraumversorgung mit Arbeitsantritt zum 1. Februar 2021. Und es ist so, das ist ja nur auch eine anerkannte Landesstrategie, dass wir, wo es möglich ist, Einarbeitungsphasen vorsehen. Die Einarbeitungsphase hat am 1. Januar begonnen. Und es ist eben so, Herr Hertig befindet sich jetzt in der Einarbeitungsphase und wird zum 1. Februar dieses Vorstandsamt antreten. Herr Evers, wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen? Dann bekommen Sie das Wort. Vielen herzlichen Dank. Nichtsdestotrotz interessiert mich, welche fachlichen oder rechtlichen Gesichtspunkte aus Sicht der Stadtentwicklung dagegen sprachen, Herrn Volker Hertig auf die Position zu berufen, und wie insbesondere der aus Reihen der Grünen als Koalitionspartner vorgetragenen Diffamierung, wie die bewertet wird, mit Herrn Hertig halte SPD-Baufilz-Einzug in die Wohnraumversorgung Berlin. Herr Senator Kollatz, bitte schön. Also das ist ja eine Frage an den Senat, und natürlich kann es auch zu Personen unterschiedliche Bewertungen geben. Ich habe das so kommentiert, dass es schäbig ist, wenn man in einer Situation, wo es offensichtlich auch um die Frage geht, wie steht man zu dem Thema Neubau und der Notwendigkeit, den Neubau in Berlin voranzutreiben, dann, wenn man dort jemanden hat mit einer erklärten Position auch pro Neubau, dass dann nach dem Thema Baufilz gerufen wird, das liegt offenkundig nicht vor, und das ist eine unzutreffende Argumentation, und die macht sich der Senat nun auch sicherlich nicht zu eigen. Inhaltlich geht es darum, dass in der Wohnraumversorgung auch die Breite des Profils, das die Wohnraumversorgung hat, die ja strategische Beratung insbesondere auch für die Wohnungsbaugesellschaften machen soll, dass dabei eben eine bestimmte Breite an Anliegen vertreten wird. Ich habe mich auch in der Vergangenheit immer für diese Breite stark gemacht, und dies mit den beiden Vorstandspositionen auch gut abgebildet und gut dargestellt. Die zweite Nachfrage geht dann an Herrn Gräf von der CDU. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, ich frage den Senat, ob es denn jetzt
nach dem von Herrn Senator Kollatz erwähnten inhaltlichen und personellen Bereicherung sozusagen um das Thema Neubau eine gute Zusammenarbeit und ein Umschwenken in der Senatsleitung für Stadtentwicklung für mehr Neubautätigkeiten geben wird mit dem neuen Vorstand der Anstalt, ob es da möglicherweise einen Kurswechsel gibt. Vielen Dank. Da antwortet Herr Senator Scheel. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Abgeordneter Greff, ich verstehe Ihre Frage nicht ganz. Wir haben kein Umschwenken, sondern wir sind im Neubau sehr erfolgreich unterwegs. Wenn Sie noch mal die Zahlen sich richtig angucken würden, würden Sie feststellen, dass wir im letzten Jahr knapp 19.000 Fertigstellungen die Höchstzahl seit über 20 Jahren erreicht haben. Und wir werden auch in diesem Jahr eine hohe Anzahl an Baugenehmigungen haben. Und wir arbeiten natürlich weiterhin an dem Ziel, die Lücke, die Nachbedarfslücke, die einfach vorhanden ist im Land Berlin, weiterhin abzubauen durch massiven Neubau in allen möglichen Bereichen. Es wäre sehr schön, wenn noch Abgeordneten der CDU, die teilweise ja auch Stimmung machen gegen Neubau in einzelnen Bezirken, dieses vielleicht unterlassen und uns dabei unterstützen. Vielen Dank. So, jetzt kommen wir zur Fraktion. Jetzt kommen wir zur Fraktion Die Linke und Frau Kittler hat das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich frage den Senat, welche Auswirkungen denn die gegenwärtige Pandemiesituation und die Verschärfung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie auf den Kultursektor haben. Herr Dr. Lederer. Ja. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Kittler, die aktuelle Pandemielage ist natürlich sehr ernst. Vor allem aber gibt es im Augenblick einige Unbekannte, die wir in unsere Überlegungen mit einbeziehen müssen. Da ist als allererstes der Sachstand, dass wir erst in der kommenden Woche genau wissen werden, wie sich die Ansteckung über die Weihnachtsfeiertage und übers Neujahr tatsächlich konkret auswirken werden. Und das Zweite, und das scheint mir dramatischer zu sein, ist die neue Mutationsvariante, die derzeit in Großbritannien schon bis zu 60% der Neuinfektionen ausmacht, in London nach aktuellen Informationen bis zu 80% der Infektionen ausmacht. Und wenn diese Mutationsvariante eine erheblich höhere Infektiosität hat, dann und die Auswirkungen des Übertragungsmodus bis zum heutigen Tag nicht so richtig geklärt sind, dann bedeutet das effektiv natürlich auch, dass alle bisherigen Überlegungen zu Hygienekonzepten und so weiter nochmal auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Ich sage das jetzt auch, weil gestern Pressemeldungen erschienen sind, in denen das Konzerthaus Dortmund eine verdienstvolle Untersuchung gemacht hat zur Frage der Aerosolverbreitung im Raum. Und dann sagt also, nach dem, was wir jetzt sagen können, sind die Auswirkungen da überschaubar und die Ansteckungsgefahr niedrig. Ja, wer kann das noch sagen, wenn wir eine Mutationsvariante haben, deren Ansteckung um 50% höher ist, wie derzeit gesagt wird, gegenüber den bisherigen. Und das ist ein Problem. Sie wissen auch, dass die Sequenzierung noch nicht in allen Laboren erfolgt. Ich weiß, dass jetzt die Charité in der kommenden Woche, glaube ich, noch mal alte Proben, also alte, nicht so alte, ziemlich aktuelle, aber schon genommene Proben noch mal daraufhin überprüfen will, inwieweit die britische Mutation inzwischen auch schon hier ist. Ich habe gestern mit Professor Kurt von der Charité telefoniert und er sagte mir, es ist keine Frage, ob diese Mutationsvariante kommt, sondern wie schnell sie kommt und mit welcher Wucht sie kommt. Und ich will noch mal darauf verweisen, dass wir in Irland eine Situation haben, dass die Zahlen am 10.12. die 7-Tage-Inzidenz in Irland bei 41 auf 100.000 lag, Einwohner, die 7-Tage-Inzidenz. Und dass sie aktuell bei 942 liegt oder bei 950 roundabout. Das heißt also, die Ansteckungskurve geht dort total steil nach oben. Und wenn das so ist, dann bedeutet das für uns natürlich, dass wir derzeit nicht über Öffnungsdebatten ernsthaft reden. Wir haben in der Kulturministerkonferenz ja den Auftrag der MPK, der Regierende hat sich ja da in der Ministerpräsidentenkonferenz auch entsprechend eingesetzt. Wir haben natürlich im Dezember angefangen, an sowas zu arbeiten. Da haben uns die Berliner Vorarbeiten auch geholfen. Aber wir haben jetzt vor wenigen Tagen auch miteinander eine Videoschalte gehabt und haben uns verständigt, dass wir das zwar jetzt weiterlaufen lassen, für den Fall das mal irgendwann, aber dass augenblicklich tatsächlich nicht ernsthaft die Zeit ist, darüber zu reden, was machen wir jetzt auf. Das ist einfach nicht möglich. Ich habe vor diesem Hintergrund und auch vor dem Hintergrund der Diskussion um einen härteren Lockdown und auch die Einbeziehung der Arbeitswelt gestern Schalten gehabt mit den Bühnen, also sowohl mit den Landesbühnen als auch mit teilweise der freien Szene. Heute finden noch Gespräche statt von Staatssekretär Wöhlert auch mit den
Gedenkstätten, mit den übrigen Einrichtungen, mit den Museen, Galerien und so weiter. Und heute ist auch noch mal eine Verbundkonferenz des FÖB. Da werden diese Themen auch eine Rolle spielen. Vor dem Hintergrund von Paragraph 28 fortfolgende Infektionsschutzgesetz, der neuen Regelung, wissen wir natürlich auch, wir können Verordnungen immer nur für 4 Wochen erlassen. Das ist ja die Regel. Natürlich freuen sich Kultureinrichtungen, wenn sie eine längere Möglichkeit haben, auch entsprechende Planungen vorzunehmen. Das wird jetzt trotzdem irgendwie möglich sein, die Pläne noch mal genau daraufhin anzugucken. Man muss ja nicht auf Halde produzieren, das wissen die natürlich auch. Und wir sind uns gestern eigentlich ziemlich einig gewesen, dass bis Ostern hier in Berlin keine Bühne aufmachen wird. Dazu braucht man nicht viel Fantasie, man muss sich nur die Inzidenzzahlen angucken, man muss sich die Unbekannten angucken und man muss sich ungefähr mal interpolieren, wann denn die realistische Zielsetzung, unter 50 der Inzidenz zu kommen, tatsächlich real erreichbar ist. Und ich würde ja noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, angesichts der aktuellen Bedrohung muss das Ziel sein, deutlich unter 50 zu kommen. Ja, wir wissen alle, wie schwer das ist und wir wissen alle, wie kompliziert die Debatten im Augenblick sind, denn wir tun ja schon eine ganze Menge. Aber wir müssen uns vor Augen halten, dass auch in Irland die Leute nicht untätig waren. Und trotzdem gehen die Zahlen so nach oben. Und trotzdem haben wir die Belastungssituation in den Intensivstationen. Insofern ist die Lage absolut ernst. Ich habe das gestern auch deutlich gemacht. Und wir haben jetzt auch ganz klar, dass der Probenbetrieb auf das absolut zwingend erforderliche Maß beschränkt wird. Das hatten wir im Dezember schon so verabredet, aber es ist gestern noch mal verstärkt worden, sodass im Augenblick, so sehr ich das bedauere, eigentlich nur die Aussage übrig bleibt, Öffnung im Kultursektor, dann, wenn wieder was geht, dann muss Kultur dabei sein. Aber wann wieder was geht, darüber kann seriöserweise im Augenblick keiner eine ernsthafte Auskunft geben. Frau Kittler, Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage. Bitte schön. Also wenn die Präsenz jetzt noch weiter runtergefahren wird, welche Möglichkeiten können Kultureinrichtungen da gegenwärtig überhaupt noch nutzen, um Kultur noch erlebbar zu machen? Herr Senator, bitte schön. Naja, das ist eine wirklich schwierige Frage und die lässt sich auch im Zweifelsfall nur im Einzelfall konkret beantworten. Man hätte ja auch sagen können, das habe ich bewusst nicht gemacht, macht auch alles zu, stellt komplett den Probenbetrieb ein. Das ist aber nur nicht ganz so einfach. Also bei Tänzerinnen und Tänzern beispielsweise, bei Akrobatinnen und Akrobaten, kannst du nicht einfach sagen, wir machen jetzt mal 3 Monate komplett Pause, dann können die bei null anfangen danach. Und es gibt zum Teil richtig gesundheitliche Folgeschäden, wenn Menschen, die immer sozusagen als Hochleistungsakteure auf solchen Bühnen stehen, dann von heute auf morgen überhaupt nichts mehr machen. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass natürlich, also beispielsweise, wir haben in Berlin viele Anbieterinnen und Anbieter von Kulturangeboten, die auch mit dem Rundfunk zusammenarbeiten. Solche Rundfunkangebote soll es natürlich weiter geben können. Und auch hier und da soll mal ein Streamingangebot möglich sein. Also es wird eine schwierige Einzelfallentscheidung, die Intendanzen da im Einzelnen zu treffen haben. Aber alle gucken sich jetzt noch mal ihre Pläne an, auch mit Blick auf bis zur Sommerpause. Was ist jetzt ernsthaft noch zu produzieren? Welchen Aufwand macht das auf? Wie viele Leute hängen da immer hinten dran? Das ist ja auch so eine Frage. Und es ist auch allen Beteiligten absolut klar, dass die Regeln, die die Unfallkassen zugrunde legen für das Arbeitsleben im Kulturbereich, eher sozusagen in der Vorsicht noch überschritten werden müssen im Augenblick. Also es finden keine Massenproben, es finden keine Massenaufführungen mit Massentechnik, mit Massenwerkstätten und dergleichen statt. All das findet im Augenblick nicht statt, sondern es wird wirklich geguckt, was haben wir in der Pipeline, wie viel Aufwand muss man noch betreiben, um das dann gegebenenfalls zur Streaming-Reife zu bringen. Also da wird sich jede Einrichtung jetzt noch mal sehr genau angucken, was ist wirklich zwingend erforderlich. Und das ist aber auch okay. Okay, denn sozusagen, es soll schon auch möglich sein, dass man im RBB, Kulturradio oder auch bei Arte oder bei Dreisat oder in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zukünftig Kulturangebote noch hat. Das muss möglich sein, sozusagen, unter Berücksichtigung aller Vorsichtsmaßnahmen, solange es keinen vollständigen Lockdown in diesem Land gibt, wo sozusagen gar nichts mehr stattfindet, ist dieses Minimum an Kultur bereitzustellen. Und das, wie gesagt, wird man im Einzelfall sich sehr genau angucken müssen. Ist also nicht so ganz so einfach zu beantworten. Die zweite Nachfrage geht an den Abgeordneten Wesener. Bitte schön, wir haben das Wort. Ganz herzlichen Dank, Frau Präsidentin, und ganz herzlichen Dank, Herr Senator, für die umfangreiche Darstellung. Wir haben ja gerade in der Aktuellen Stunde auch über Hilfen geredet, Bundeshilfen, Landeshilfen, die 500 Millionen, die dieses Parlament bereitgestellt hat. Mich würde interessieren, wie sieht es aus im Kulturbereich? Was ist mit der Fortsetzung der Stipendien? Was ist mit einer Fortsetzung der Soforthilfe 4? Wie sieht es aus mit Investitionen in die Pandemieresilienz von Kulturbetrieben? Danke. Herr Senator, bitte schön. Ja, Herr Abgeordneter Wesener, also wir sind uns im Senat einig und Herr Kollatz, Frau Popp und ich sind auch in einer permanenten Kommunikation zu der Frage, dass wir das, was wir an Liquiditätshilfen... Er freut sich.
erfreut sich, dass auch er sozusagen in dem Kontext mit erwähnt wird, weil das eine sehr kollegiale Zusammenarbeit ist. Wir sind uns absolut einig, dass wir die Liquiditätshilfen, für die privaten Kulturbetriebe so lange aufrechterhalten, wie es unbedingt nötig ist. Und wir hatten ja schon im vergangenen Jahr auch ernsthaft über die Frage diskutiert, was kommt eigentlich dann, wenn wieder Dinge möglich sind, auch wenn das im Augenblick nicht in einem greifbaren Zeithorizont ist. Dass wir danach auch sowas wie Tilgungsmöglichkeiten für aufgenommene Kredite schaffen wollen, dass wir auch eine gewisse Form des Anfahrens, des Wiederhochfahrens mit unterstützen müssen, weil wenn die Kulturbetriebe sich bis aufs Gerippe runterhungern, dann ist natürlich klar, dann braucht es zumindest diesen Anstoß, damit wieder produziert werden kann und so weiter. Also da gibt es eine Einigkeit. Wir sind uns auch im Klaren darüber und wir haben ja die Voraussetzung, hat das Abgeordnetenhaus ja geschaffen im Rahmen des Haushaltsplans, dass wir über den Innovationsfonds auch versuchen werden, Umrüstungsmaßnahmen mit Blick auf Belüftung und dergleichen, also technische Unterstützungsmaßnahmen für Kultureinrichtungen weiter zu unterstützen. Und zwar sowohl die Kofinanzierung für durch die Bundesregierung bereitgestellten Mittel, wenn die greifen, aber auch darüber hinaus, weil nicht alle haben die Möglichkeit, das muss man auch sagen. Also da müssen wir gegebenenfalls gucken, wo wir da noch kompensieren. Die Stipendien, die wir im Herbst ausgereicht haben, die laufen ja über ein halbes Jahr. Das ist ganz klar. So, da sind wir, haben Sie vorhin mitbekommen, derzeit im Gespräch, ob uns noch was einfällt, wo wir auch mit Blick auf die Selbstständigen und Freiberufler noch was tun können. Wobei ich da dann eben sage, das kann dann keine Lösung allein für den Kultursektor sein. Das wissen wir auch. Ne? Und davon müssen wir das ein bisschen abhängig machen. Also wir sind in Gesprächen darüber, wie das dann geschehen soll. Und die übrigen Fragen, die dann auch, die zum Beispiel den Einnahmeausfall der öffentlich oder öffentlich geförderten, überwiegend öffentlich geförderten Kulturbetriebe anbetrifft. Da gibt es eine entsprechende Haushaltsvorsorge, die ist jetzt im Augenblick auf landeseigene Unternehmen konzentriert. Da müssen wir noch mal gucken, wie wir auch die freie Szene, also die von uns geförderten, mit in den Blick nehmen. Aber auch da gibt es eine grundsätzliche Einigkeit, dass wir dafür eine entsprechende Unterstützungslösung für dieses Jahr schaffen wollen. Ich meine, es wäre ja auch widersinnig, denen jetzt so lange geholfen zu haben, um jetzt sozusagen in der Phase, wo zumindest Licht am Ende des Tunnels ist, jetzt zu sagen, wir stellen jetzt die Unterstützung ein. Das kannst du keinem erklären und das ist auch nicht unsere Politik. Ich glaube, da gibt es in der Koalition und in den Koalitionsfraktionen auch absolute Einigkeit. Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Frage. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt das Wort Frau Abgeordnete Bangert. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe eine Frage zu den Rassismusvorwürfen gegen das Staatsballett. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge und welche Maßnahmen wurden ergriffen? Herr Senator Lederer für den Senat, bitte schön. Ja, vielen Dank. Frau Bangert, da bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar für die Frage, denn das ist wirklich ein gravierender Vorgang. Es ist wirklich ein gravierender Vorgang, wenn in öffentlichen Kultureinrichtungen Rassismus- und Diskriminierungsvorgänge stattfinden. Der Hintergrund der Geschichte ist, dass im Oktober 2020 die kommissarische Intendantin des Staatsballetts, Frau Dr. Theobald, im Rahmen eines Nichtverlängerungsgesprächs informiert worden ist von einer Tänzerin, dass sie rassistisch diskriminiert worden ist. Frau Theobald hat umgehend die Generaldirektion der Stiftung Oper informiert und auch die Kulturverwaltung informiert und hat ein Schreiben an das gesamte Ensemble gerichtet, dass Diskriminierungsvorgänge, dass es da null Toleranz gibt, für jede Art von Diskriminierung im Übrigen. Es beschränkt sich ja nicht nur auf Rassismus. Wir haben als Kulturverwaltung dann Themis und Diversity Arts Culture als Ansprechpartner genannt und die auch kontaktiert. Und die Diskriminierungsbeauftragte des Theaters an der Parkaue hat dann auch angeboten Unterstützung bei den internen Klärungsprozessen im Rahmen des Staatsballetts. Die Diskriminierung erfahren habende Tänzerin hat in Bezug auf eine Ballettmeisterin mehrere Situationen aufgezählt, in denen sie sich rassistischer Diskriminierung ausgesetzt gesehen hat. Das war also ein initialer Fall war die Produktion von La Bayadère im Jahr 2018, wo kein weißer Schleier für die Tänzerin bereitgestellt worden sei. Und da ist damals diese Tänzerin auch zum Intendanten gegangen, das war damals Herr Oehmann, und hat ihm davon berichtet. Herr Oehmann hat damals dem Wunsch dieses Ballettmitglieds entsprochen und hat die Ballettmeisterin nicht zur Rede gestellt und mit niemandem darüber gesprochen und auch niemanden darüber informiert. Das ist eine schwierige Situation, finde ich, muss ich auch noch mal sagen. Und das braucht auch eine Nachbereitung, dass solche Situationen entstehen können überhaupt, in denen im Grunde dann nicht wirklich ein Prozess in Gang gesetzt wird, um sofort mit solchen Vorgängen umzugehen. Das gehört zu den Dingen, mit denen wir uns jetzt auch auseinanderzusetzen haben. Und dann gab es aber auch zwei weitere Fälle, die beziehen sich auf den Februar des Jahres 2020. Da war Herr Oehmann ebenfalls noch im Amt, da war ein Vorwurf, dass die Ballettmeisterin das Mitglied angewiesen habe, sich für eine Fotoprobe von Schwanensee weiß zu schminken. Die Maske sagt, dass es bereits
seit 2018 eine Anweisung gibt, in dieser Inszenierung von People of Color keine Form von Weißschminken, also keine Form von Whitefacing mehr zu akzeptieren und zu machen. Also diese Anweisung ist seit 2018 im Übrigen durchgehend in Kraft. Das muss ich an dieser Stelle auch sagen. Was wir jetzt getan haben, ist zum einen, es sind arbeitsrechtliche Maßnahmen gegen die betroffene Ballettmeisterin in Klärung. Das zweite ist, dass das Staatsballett jetzt begonnen hat mit einer diversitätsorientierten Organisationsentwicklung. Das heißt, es gibt zum einen Fürsorge gegenüber der betroffenen Person durch Gesprächsangebote, durch Rückenstärkung. Es gab auch eine entsprechende Entschuldigung für die Erfahrungen, die sie geschildert hat. Und seit Mitte Dezember ist es jetzt so, dass eine externe Clearingstelle eingesetzt ist, an die sich Mitarbeitende wenden können, um zu berichten, natürlich anonymisiert, und zwar mit Blick auf alle AGG-relevanten Diskriminierungsmerkmale. Es ist darüber hinaus jetzt am vergangenen Montag, also am 11.01., einer Kick-off-Veranstaltung zur diversitätsorientierten Organisationsentwicklung in der Belegschaft geschehen, und zwar natürlich hygienekonform, also da muss man ja auch sehr, sehr vorsichtig sein, also nicht in großer Gruppe. Und da ist eine erste Einführung in die Thematik Diskriminierung und Diversität erfolgt mit einem entsprechenden Austausch mit der Belegschaft. Und es gibt darüber hinaus Intervision für BallettmeisterInnen am Ensemble, um die sozusagen zu einer Reflexion ihrer Rolle, zu einer Reflexion ihrer Funktion und ihres Handelns, auch bei Verunsicherungen und Unsicherheiten zu betreiben. Was dann daraus folgt, ist jetzt en Detail noch offen, weil wir derzeit noch in der Phase der Bestandsaufnahme sind. Aber es soll um die Etablierung gut funktionierender Strukturen und Ablauforganisationen bei künftigen Diskriminierungsfällen gehen. Es soll um Fortbildungen zum Erwerb und Ausbau von Diversitätskompetenz gehen. Es soll pädagogische Weiterbildungen für die BallettmeisterInnen geben. Und es soll, und das ist wichtig, auch in öffentlichen Diskussionen die Aufführungspraxis klassischer Ballettinszenierungen diskutiert werden. Weil das ist ein Thema, das nicht nur Berlin betrifft, sondern es ist ein generelles Thema, inwieweit klassische, also überkommene klassische Ballettaufführungen tatsächlich noch zeitgemäß sind mit Blick auf die hier zu diskutierenden Fragestellungen. Und das ist eine Diskussion, die nicht nur intern geführt werden soll, sondern die auch öffentlich geführt werden muss und auch öffentlich geführt werden wird. Frau Bangert, Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Dr. Lederer, für die Antwort. Sie hatten gerade das AGG erwähnt. Das ist ja nicht erst seit gestern in Kraft, schon seit geraumer Zeit. Und ich frage Sie vor dem Hintergrund, dass es in den letzten Jahren wiederholt zu Diskriminierungen, auch unter anderem auch in Landeseinrichtungen der Kultur in Berlin gekommen ist, sexueller, rassistischer Art und andere Diskriminierungen. Ich frage Sie vor diesem Hintergrund, welche Maßnahmen halten Sie für erforderlich, dass sich die Kultureinrichtungen des Landes der Umsetzung des AGG und hier insbesondere des Paragraphen 12, in dem ja die Maßnahmen und Pflichten der Arbeitgeber definiert sind, und zwar sehr klar definiert sind, was Fortbildungen etc. anbelangt. Welche Maßnahmen halten Sie für erforderlich, dass sich die Kultureinrichtungen des Landes diesem AGG auch verpflichtet fühlen und dieses auch umsetzen? Herr Senator, bitte schön. Also ich habe ja seinerzeit, als die Vorfälle in der Gedenkstätte Hohenschönhausen uns erreicht haben, alle Kultureinrichtungen angeschrieben und die Intendanzen und die geschäftsführenden Direktionen nochmal explizit auf sämtliche gesetzlichen Pflichten im Zusammenhang mit dem AGG hingewiesen. Und das ist auch regelmäßiges Gesprächsthema in den Vierteljahresgesprächen und in den Jahresgesprächen, die ich auch selber führe. Also die Vierteljahresgespräche führt meine Verwaltung, die Jahresgespräche führe ich. Das heißt sozusagen, ein fixer Themenkomplex ist immer die Frage der Einhaltung der AGG-Vorschriften. Das ist sozusagen ein permanentes Monitoring, und wir haben ja mit der Gründung von Diversity Arts Culture im Januar 2017 auch eine explizite Institution geschaffen, die den Kultureinrichtungen behilflich sein soll, solche Prozesse von extern zu begleiten. Und wir haben bei uns inzwischen auch eine ganze Latte von Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern für diverse spezifische Diskriminierungserfahrungen, die wir jeweils als externe Unterstützerinnen und BeraterInnen heranziehen. Also das sind dann sozusagen spezialisierte Kommunikations- und Aufklärungs- und Beratungsbüros, die explizit auch für den Kulturbereich spezifische Angebote machen. Darüber hinaus unterstützen wir Themis mit. Also der Bühnenverein, der Deutsche Bühnenverein, hat ja die Beratungsstelle Themis aufgesetzt, mit der wir, oder das sozusagen ist auch ein Kooperationsnetzwerk, in dem wir drinstecken. Und ich bleibe einfach dabei. Es ist auch in der Zukunft nicht auszuschließen, dass in Kultureinrichtungen, weil die sind ja nicht exterritorial und da Ansammlung per se besserer Menschen, es zu solchen Vorgängen
Vorgängen kommt. Was wir sicherstellen müssen, ist, dass die strukturellen Voraussetzungen gegeben sind, dass mit solchen Diskriminierungsvorgängen verantwortungsvoll umgegangen wird. Und das ist bei uns sozusagen tatsächlich auch Chefsache. Die zweite Nachfrage geht an Herrn Abgeordneten Walter. Sie haben das Wort, bitte schön. Vielen Dank. Ich würde gerne noch ein bisschen generell nachfragen angesichts auch des Vorfalls in Treptow-Köpenick mit dem Amtsarzt. Wie jetzt hier beim Staatsballett entsteht der öffentliche Eindruck, so ist es mir auch mehrfach wiedergespiegelt worden, dass diejenigen, die von Rassismus betroffen sind oder von Diskriminierung betroffen sind, entweder die Einrichtungen selbst verlassen oder das zumindest erwägen. Und auch der Eindruck entsteht, dass diejenigen, die potenziell Diskriminierung ausüben, sozusagen ungeschoren davor kommen. Was tut der Senat auch jetzt in diesem Fall, um diesem auch öffentlichen Eindruck entgegenwirken zu können? Herr Senator Lederer, bitte schön. Naja, es ist jetzt eine sehr abstrakte Frage. Ich kann nur sagen, dass wir und der Kollege Behrendt, ich habe gerade mit ihm Blickkontakt gehabt, weil er ja das im Senat im Rahmen der Ressortzuständigkeit auch zentral bearbeitet, dass wir in den vergangenen 4 Jahren, und das ist dem Abgeordnetenhaus sicherlich auch bekannt, sowohl generelle als auch bereichsspezifische Maßnahmen entwickelt haben, von Gesetzgebungsvorschlägen ans Parlament bis hin zu konkreten Programmen, um solchen Diskriminierungsvorgängen was entgegenzusetzen. Ansonsten ist natürlich der allgemeine Eindruck und der konkrete Einzelfall immer der konkrete Einzelfall. Ich kann zum Beispiel zu den konkreten Vorgängen in Treptow-Köpenick jetzt aus eigener Kenntnis nur sehr wenig sagen. Ich bin wahrscheinlich wissen Sie mehr als ich. Ich kenne das, was in der Presse zu dem Vorgang stand. Wozu ich aber was sagen kann, sind die Vorgänge im Rahmen meiner Ressortzuständigkeit. Und da kann ich nur noch mal das wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Wenn solche Vorgänge auftauchen, dann wird bei uns sofort gehandelt und dann tun wir alles, um zu einer diskriminierungsarmen und angstarmen Zone im Kultursektor zu kommen. Vielen Dank. Kommen wir zur nächsten Frage. Für die Fraktion der AfD hat das Wort der Abgeordnete Obelode. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich frage den Senat, warum werden einerseits Wasserwerfer gegen Frauen und Kinder bei einer Querdenken-Demo eingesetzt, während andererseits kürzlich kommunistische Gruppen unbehelligt aufmarschieren dürfen, obwohl es gewalttätige Übergriffe gegen Polizisten gab, verbotene Uniformen aus der DDR-Zeit getragen wurden und der Gedenkstein für die Opfer des Stalinismus geschändet wurde? Herr Senator Geisel für den Senat, bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Abgeordneter Obelode, ich mache mir Ihren Sprachgebrauch hier nicht zu eigen. Ich sage, das sind jeweils Entscheidungen der Polizeiführung vor Ort, die darauf zu achten haben, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen bei Versammlungen, Demonstrationen eingehalten werden. Das war, glaube ich, Sie meinen den 18. November vergangenen Jahres der Fall, als die Demonstranten sich den Ansagen und Anweisungen der Polizei dauerhaft widersetzt haben. Der Fall ist dann recht durchgesetzt werden musste. Und das war auch am vergangenen Sonntag der Fall. Auch dort hat die Polizei bestehendes Recht durchgesetzt. Wie gesagt, das wird nicht politisch von mir geregelt, sondern jeweils vom Polizeiführer vor Ort. Herr Obelode, Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage. Bitte schön. Wie stark empfindet sich der Senat als Getriebener mit der SED-Nachfolgepartei im Boot, wenn er hier offensichtlich Bedenken aus der eigenen Polizeiführung im Nachklang der Querdenken-Demo hier offensichtlich so versucht zu relativieren und sich hinter der eigenen Polizei versteckt, anstatt hier mal klar politisch Farbe zu bekennen, wie der Senat hier seine politischen Prioritäten im Umgang mit den Bürgern setzt? Herr Senator Geisel, bitteschön. Frau Präsidentin, sehr geehrter Abgeordneter, ich verstehe die Frage nicht. Die zweite Nachfrage geht an Herrn Abgeordneten Hansel. Bitte schön. Das habe ich mir schon gedacht, Herr Senator, darum melde ich mich jetzt. Wann wird der Senat sich endlich klar von linksextremen Aktivisten distanzieren und Konsequenzen aus der fragwürdigen Gefolgschaft der Linken ziehen? Herr Senator, bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Abgeordneter, der Senat distanziert sich von jeglicher Form des Extremismus. Kommen wir zur nächsten Frage. Für die Fraktion der FDP hat das Wort der Abgeordnete Schlömer. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage den Senat, welche rechtlichen, insbesondere datenschutzrechtlichen Hürden sieht der Senat bei der Inanspruchnahme von Meldedaten für die anstehenden Impfinformationen von oder für Risikopatienten vor dem Hintergrund einer laufenden Debatte im Bundesland Niedersachsen? Herr Senator Geisel für den Senat. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Abgeordneter, genau diese Fragen, wie wir auf einen zu impfenden Personenkreis zugreifen, beziehungsweise wie wir sie entsprechend informieren, ist die Herausforderung, vor der wir im Moment stehen. Und das muss natürlich datenschutzkonform erfolgen. Und ich gehe auch davon aus, dass es dafür eine bundesweite Regelung geben muss, damit das datenschutzkonform erfolgt. Dazu sind wir in ständigem Austausch. Eine verbindliche Regelung, wie das für den Personenkreis, der sich dann in der dritten Priorität und nachfolgend befindet, aussehen wird, gibt es gegenwärtig nach meiner Kenntnis noch nicht. Aber die wird natürlich datenschutzkonform erfolgen müssen. Herr Schlömer, Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage. Bitte schön. Falls Sie nach Ihrer Prüfung auf kommerzielle Adresslisten zugreifen müssen, wie sieht denn der Versand von Briefen aus? Wie viele Briefe sind denn bislang versandt worden? Frau Senatorin Kaleci, bitte. Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es gibt ja eine Bundesimpfverordnung, wo eine Priorisierung vorgegeben ist. Das heißt, die Länder sind angehalten, beim Impfen die prioritär erfassten Personen zuerst zu impfen. Und deswegen haben wir im Land Berlin uns entschieden, dass wir über ein Einladungswesen diese Priorisierung auch umsetzen. Wir haben in anderen Bundesländern gesehen, wenn man sozusagen auf einmal für alle Zielgruppen das öffnet, dann kann es tatsächlich zu Staus kommen. Das haben wir bisher gut in Berlin vermeiden können, indem wir über ein Einladungswesen je nach Verfügbarkeit des Impfstoffes eben tranchenweise einladen. Die ersten Einladungen sind im letzten Jahr schon verschickt worden. Das war die erste Tranche der über 95-Jährigen. Und die Gesamtzahl war 31.000 Menschen, die dort altersmäßig betroffen waren. Die zweite Tranche betraf dann die über 85-Jährigen. Das sind 62.000. Auch diese Gruppe von Menschen haben eine Einladung bekommen in zwei Tranchen. Und jetzt sind die über 80-Jährigen dran, also 80- bis 85-Jährigen. Das sind auch noch mal über 100.000. Hier ist die erste Tranche schon verschickt worden, 35.000. Am liebsten würde ich ehrlich gesagt alle Einladungen auf einmal versenden. Aber Sie kennen ja den Stand, wie viele Impfdosen dem Land Berlin zur Verfügung stehen. Und wir haben Lieferpläne für BioNTech und Moderna. Wir haben entsprechend dieser Lieferpläne auch weitere Öffnungen von Impfzentren jetzt vorgesehen. Öffnung von Impfzentren bedeutet auch, den Kalender zu öffnen für Buchungen über unsere Hotline. Das funktioniert zurzeit auch gut. Mit dem Schreiben können die, die Personen dann mit einem Code sich einen Termin buchen. Wir hatten an der Spitze gestern schon 20.000 Anrufe. Die Wartezeit war 1 Minute und 12 Sekunden. Also unser Callcenter ist gut aufgestellt und kann die Eingeladenen gut bewältigen zurzeit. Aber damit es da nicht zu Engpässen kommt, schicken wir die Einladung peu à peu ab. Die nächste altersmäßige Gruppe, das wäre dann Paragraph 3 nach der Impfverordnung, das wären dann die über 70-Jährigen. Aber wir haben ja noch ordentlich zu tun mit der ersten großen Risikogruppen, die im Rahmen von Paragraph 2 Impfverordnung erfasst sind. In der Summe sind es an die 300.000 Menschen, die wir dort prioritär impfen wollen. Es war gut und richtig, diesen Weg des Einladungswesens zu gehen, weil es dann geordnet zugeht mit der Terminierung. Dankeschön. Die zweite Nachfrage geht an Herrn Abgeordneten Gläser. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Der Tagesspiegel berichtete vor einer Weile darüber, dass die Gesundheitsverwaltung für die Verwaltung der Termine der zu impfenden Personen auf eine französische Software zurückgreift, die sehr, sehr günstig ist. Die Rede war von ein paar hundert oder ein paar tausend Euro. Und die Vermutung in dem Zusammenhang ist, dass möglicherweise dieses Unternehmen sich Zugang zu den Daten sichert. Ich möchte von Ihnen wissen, ob Sie ausgeschlossen haben, dass die Daten von Berliner Impfpatienten irgendwie in die Hände von privaten Unternehmen kommen. Frau Senatorin, Sie haben das Wort. Bitte schön. Ja, das ist selbstverständlich. Also das ist ganz klar, dass eben Gesundheitsdaten sensible Daten sind. Warum haben wir uns für Dr. Lipp entschieden? Weil wir ein System bruchfreie Terminierung haben. Das heißt, man kann online, aber eben auch per Telefon einen Termin buchen. Zurzeit haben wir 20% der Buchungen online, Rest über Callcenter. Das funktioniert ganz gut. Der Vorteil ist, dass wenn die Person im Impfzentrum ist, dass dann die erfassten Daten auch vorliegen. Das ist ein abgeschlossenes System. Und wir erfassen dann natürlich auch die für RKI-relevanten Daten bis hin sozusagen die Schnittstelle zum RKI. Das hat bisher sehr stabil funktioniert. Wir sind froh, dass wir uns für dieses System entschieden haben. Ich will jetzt andere Bundesländer nicht vergleichen. Da werden gerade andere Erfahrungen gemacht. Dadurch, dass wir jetzt stabil ganz gut gestartet sind, denke ich, war das auch die richtige Entscheidung. Übrigens zu dem Dr. Lipp muss man sagen, dass das Thema Terminieren von solchen Dingen ja Kerngeschäft ist. Das ist jetzt tatsächlich mit dem Impfzentrum ja keine neue Erfordernis, sondern das ist Kerngeschäft. Insofern haben wir auf diese Expertise gebaut. Ja, vielen Dank. Damit sind die Fragen nach der Stärke der Fraktionen beendet. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir gehen jetzt in die Lüftungspause. Wir haben jetzt noch 21 Minuten Rest für die Meldungen im freien Zugriff. Die werden wir nach der Pause 13.10 Uhr anschließen. Seien Sie pünktlich, damit Sie Ihre Fragen stellen können. Das ist nicht das Zeichen zum Eindrücken. Das ist das Zeichen, dass die Minute vorbei ist. Aber ich würde jetzt ankündigen wollen, dass wir in die weiteren Meldungen im freien Zugriff kommen. Sie kennen das Prozedere. Ich werde diese Runde mit einem Gongzeichen, also in diesem Sinne mit einem weiteren Gongzeichen, eröffnen. Und Sie haben dann mit dem Ertönen des Gongs die Möglichkeit, sich durch die Ruftaste anzumelden. Alle vorher eingegangenen Meldungen habe ich bereits gelöscht mit Herrn Juhnke. Die werden nicht berücksichtigt und nicht erfasst. Und jetzt geht's los. Ich gehe davon aus, dass jetzt alle Anwesenden die Gelegenheit hatten, sich einzudrücken und stoppe die Anmeldung. Ich verlese jetzt die ersten Anmeldungen. Wir haben noch 21 Minuten, wie vor der Pause angekündigt. Der erste ist Herr Wallender, dann Herr Schlömer, Herr Ubbelohde, Frau Gennenburg, Herr Krestel, Frau Demjö-Bücken-Wegner, Herr Frederici und Herr Evers. Wenn wir mehr schaffen, dann geht es weiter. Es startet mit der Frage Herr Wallender. Bitte schön, Sie haben das Wort. Vergangene Woche hat Justizsenator Dr. Behrendt erklärt, die Corona-Ausgangsbeschränkungen in Berlin seien juristisch zweifelhaft und für die Pandemiebekämpfung überflüssig. Was hat der Senat bisher unternommen, um die Ausgangsbeschränkungen abzuschaffen? Herr Regierender Bürgermeister, bitte schön. Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, wir wissen, dass das ein erheblicher Eingriff ist, den wir bundesweit beschließen.
in Bezug auf Ausgangsbeschränkungen, aber wir wissen auch, dass es nötig ist, um Kontakte zu reduzieren. Und das ist immer eine Gratwanderung, immer eine Abwägung. Was kann man wie weitgehend beschließen? Ich will noch mal, wie auch in den letzten Reden, daran erinnern, wir haben sogar schon Grundrechte eingeschränkt zu Beginn 2020. Und wir wussten, das kann natürlich nur für einen kurzen Zeitraum sein, so harte Maßnahmen umzusetzen. Aber wir wussten auch, es war in dieser Phase, wo wir noch sehr wenig wussten über die Pandemie, nötig. Und in dieser Abwägung kommen wir auch jetzt dazu, zu sagen, Kontaktbeschränkung und damit einhergehend, um die durchzusetzen, Ausgangsbeschränkungen sind nötig. Aber wir wissen auch, dass wir das im Blick haben müssen, um zu sehen, wie man gegebenenfalls eben zu gegebener Zeit, wenn sich auch Lagen wieder entspannen, wie man dann sofort anders über die Kontaktbeschränkungen entscheiden kann. Also insofern ist da zum gegenwärtigen Zeitpunkt, Sie sehen ja, wie die Inzidenzen in Berlin sind, auch nichts zu korrigieren. Herr Wallender, Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Warum handelt der Senat denn offensichtlich gegen die juristische Expertise seiner eigenen Justizverwaltung? Herr Regierender Bürgermeister, bitte schön. Wir handeln nicht gegen die juristische Expertise, sondern der Justizsenator macht aus seiner Kompetenz und aus seiner fachlichen Zuständigkeit heraus natürlich auch auf Probleme und Risiken aufmerksam, um genau diesen Abwägungsprozess zu ermöglichen, den ich Ihnen gerade beschrieben habe. Die zweite Nachfrage geht an den Abgeordneten Wild. Sie haben das Wort, bitte schön. Schönen Dank, Herr Redner Bürgermeister. Spätestens seit meiner Rede eben gerade wissen Sie ja, dass es wissenschaftliche Stimmen, ernstzunehmende Stimmen gibt, die den Lockdown für unqualifiziert halten. Wie gehen Sie damit um und wann beenden Sie den Lockdown? Oder wollen Sie weiterhin ohne wissenschaftliche Grundlage arbeiten? Herr Regierender Bürgermeister, bitte schön. Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, zu Ihrer Rede kann ich mich nicht verhalten, weil ich der nicht gefolgt bin und nicht zugehört habe. Zum Übrigen zum Lockdown kann ich nur sagen, dass dazu von meiner Seite in den letzten Parlamentssitzungen und auch gerade hier im Rahmen der Fragestunde, glaube ich, hinreichend erklärt wurde, warum wir und wann wir was beschließen. Vielen Dank. Die nächste Frage geht an Herrn Abgeordneten Schlömer. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe eine Nachfrage. Sind denn die versandten Informationsschreiben an die Risikogruppen, von der die Gesundheitssenatorin gesprochen hat, auf Basis von Meldedaten versandt worden? Frau Senatorin Kalajdzic. Das ist doch die zweite Frage, Frau Senatorin. Die Nachfragen zu der ersten Frage sind beendet. Das ist eine weitere neue Frage. Genau. Danke schön für die Aufklärung, Frau Präsidentin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, wie vorhin auch ausgeführt. Herr Schlömer, Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage. Bitte schön. Meine Nachfrage lautet, warum hat die Gesundheitsverwaltung Meldedaten in Anspruch genommen, während die Innenverwaltung noch datenschutzrechtliche Bedenken vorgetragen hat, diese zu nutzen? Herr Senator Geisel, bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Abgeordneter Schlömer, ich habe vorhin keine Bedenken vorgetragen. Ich habe gesagt, dass wir im Moment noch keine bundesweite Regelung haben, wie wir die Gruppe mit der dritten Priorität anschreiben. Im Moment wenden wir uns an Menschen, die wir aufgrund ihres Alters ausgewählt haben oder die ausgewählt wurden aufgrund ihres Alters, indem wir jetzt hochaltrige Menschen anschreiben. Und da greifen wir auf die Meldedaten zurück. Ab der dritten Priorität müssen Menschen angeschrieben werden, die bestimmte Vorerkrankungen haben. Und wie wir mit diesen Daten umgehen, wie wir an diese Daten herankommen, ob über die Krankenkassen, ob über die niedergelassenen Ärzte,
Auf welchem Verfahren das bundesweit geregelt wird, das ist im Moment noch nach meiner Kenntnis in der Diskussion. Dafür gibt es noch keine Entscheidung. Und das ist datenschutzrechtlich eine schwierige Angelegenheit. Das habe ich vorhin geantwortet. Das heißt aber nicht, dass wir bei der Nutzung der Meldedaten datenschutzrechtliche Bedenken hätten oder die geäußert haben. Vielen Dank. Eine zweite Nachfrage sehe ich nicht. Dann kommen wir zur dritten Frage. Herr Abgeordneter Obelode, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ich frage den Senat, wie viele Corona-Impfdosen werden in Berlin täglich vernichtet oder wurden bisher vernichtet, weil sie unbrauchbar geworden sind? Frau Senatorin Kalajdzic, bitte, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir haben ja bei der letzten Lieferung von Moderna gesehen, dass es ein sehr komplexer Sachverhalt ist, diesen Transport, diese Transportkette auch mit einer gewissen Qualifizierung auch hinzubekommen. Und wir hatten gestern Bedenken, dass die Kühlkette auch funktioniert hat. Und im Rahmen der Qualitätssicherung ist es wichtig und richtig, dann auch zu sagen, stopp, wir müssen das erstmal klären. Weil das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass man dann nicht etwas verimpft, was sozusagen der Qualität nicht entspricht. Das ist auch das übliche Verfahren. Wenn es Zweifel gibt, dann wird sofort auch natürlich bei den Zuständigen, in dem Fall war es dann auch die Bundeswehr, geklärt, ob diese Kühlkette dann auch funktioniert hat. Das wurde gestern Gott sei Dank auch positiv entschieden, sodass wir mit einem Tag Verspätung auch mit der Verimpfung dann mit dem Impfstoff Moderna Erika Hess starten konnten. Darüber hinaus haben wir tatsächlich die Komplexität beim BioNTech-Impfstoff, dass eben einweils 5, inzwischen 6 Impfdosen hergibt. Und dieser Prozess ist sehr komplex. Und da hat es bei der Arena zur Anfangszeit die ein oder andere Situation gegeben, dass dann Impfstoff nicht verimpft werden konnte. Man muss auch dazu sagen, nachdem man die Spritzen aufgezogen hat, hat man 2 Stunden Zeit. Und wenn mal jemand, der Anmeldung hat und nicht kommt, dann kann tatsächlich passieren, dass man produziert hat. Aber dazu haben wir eine Lösung gefunden, dass die Menschen, die dort arbeiten, auch geimpft werden. Und wenn so eine Situation entsteht, werden die Beschäftigten in den Impfzentren geimpft. Übrigens, laut der Impfverordnung des Bundes ist es auch vorgesehen, dass die Beschäftigten, die wirklich einen harten Job zurzeit machen und wirklich freiwillig und ehrenamtlich zum Teil dort arbeiten, auch geimpft werden. Und dazu stehe ich auch, dass wir dann diese Möglichkeiten dann nutzen und die, die dort beschäftigt sind, auch impfen. Vielen Dank. Herr Obelode, Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage. Bitte schön. Frau Senatorin, die Frage bezog sich im Prinzip im Wesentlichen auf die Impfdosen, die unbrauchbar wurden, weil sie durch das Nichterscheinen der Patienten nicht genutzt wurden. Und da schließt sich die zweite Frage an, mit der Bitte, auch die erste mit Zahlen zu unterlegen, welche Konsequenzen das für diese Person hat, die unentschuldigt nicht zu einem Termin erschienen sind. Und nach Berichten müssen das ja deutlich mehr sein als die, die da arbeiten, damit mitverantwortlich, weil sie ja mitverantwortlich sind für den Verlust dieser Mangelware, die ja doch im Augenblick in aller Munde ist. Frau Senatorin, bitte, Sie haben das Wort. Also, das Management in den Impfzentren ist inzwischen so gut aufgestellt, dass mir versichert wird, dass sie das hinkriegen, dass kein Impfstoff weggeworfen wird. Die kriegen das hin, falls tatsächlich mal jemand nicht kommt. Und das liegt auch in der Natur der Dinge, weil sie können 5 oder 6 Impfspritzen aufziehen. Und wenn nur noch einer da ist, zum Beispiel terminiert ist, dann haben sie ja immer was über. Das ist eigentlich im System so vorhanden. Und für diesen Fall gibt es ein System, dass diese Möglichkeiten, Impfmöglichkeiten auch genutzt werden innerhalb der engen Zeit. Was anderes, was wir auch verabredet haben, ist zum Beispiel den Rettungsdienst auch mit einzubinden. Die sind ja sehr mobil, dass man dann Verbindung mit dem Rettungsdienst hat, dass sie vorbeikommen und auch geimpft werden. Das heißt, DRK hat das ganz gut im Griff nach meinem Einblick und auch die Pharmazeutinnen und Pharmazeuten gehen sehr, sehr sorgfältig mit diesem Impfstoff um. Wie gesagt, ich habe auch keine Meldungen erhalten, dass da was eben nicht verimpft werden konnte.
Die zweite Nachfrage geht an Herrn Abgeordneten Schirmesser. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Senatorin, welchen realistischen Zeitplan verfolgt denn der Senat, nachdem bei der gegenwärtig vorhandenen Menge an Impfstoff, Impfpersonal und bereitwilligen Impfkandidaten eine sogenannte Herdenimmunität durch zweifache Impfung in Berlin erreicht werden kann? Frau Senatorin, bitte. Ja, meine Damen und Herren, da kann ich jetzt auch natürlich auf das verweisen, was auf Bundesebene angekündigt ist. Die erste Ankündigung ist, dass wir im ersten Quartal es schaffen, allen Menschen aus der ersten Risikogruppe, das ist der Paragraph 2 Impfverordnung, ein Impfangebot machen können. Die Zahlen, die uns jetzt vorliegen, das letzte habe ich gestern gehört, das ist noch nicht offiziell bei uns angekommen, aber dass im ersten Quartal BioNTech 10,1 Millionen zur Verfügung stehen würde für Deutschland. Das würde für Berlin bedeuten, dass wir dann auch mehr Impfstoff zur Verfügung haben. Bei Moderna ist diese Zahl bei knapp 2 Millionen. Wenn man alles zusammenrechnet und die Gruppe in Berlin gegenüberstellt, die in der ersten Welle geimpft werden soll als Risikogruppe, dann erreichen wir die 100% noch nicht, kommen aber nah dran. Das heißt, es könnte sein, dass wir wissen ja nicht, wie groß die Impfbereitschaft in der Bevölkerung ist, aber von der Größenordnung her, wenn das stimmt, erstes Quartal BioNTech 10,1 Millionen, würde Berlin insgesamt von den knapp 300.000, die zur ersten Gruppe gehören, 250.000 Impfangebote machen können. Also das kommt von der Größenordnung schon hin, aber wie gesagt, da ist noch eine Lücke. Die eigentliche Frage, die Sie auch gestellt haben, ist ja nach der Herdenimmunität 60-70% der Bevölkerung. Und ja, das hängt tatsächlich von der weiteren Beschaffung und Lieferung des Impfstoffes ab. Dazu haben wir auf Bundesebene ja verschiedene Aussagen. Zum einen bis Sommer, im zweiten Quartal, vielleicht Anfang des dritten Quartals, das kann ich Ihnen einfach jetzt nicht sagen. Das hängt tatsächlich davon ab, wie viel Impfstoff wir letztendlich im zweiten Quartal bekommen. Meine große Hoffnung ist, das muss ich auch sagen, dass wir das im zweiten Quartal hinbekommen, wenn ausreichend Impfstoff da ist. Mit unseren 6 Impfzentren, mobilen Impfteams sind wir da gut aufgestellt. Und die eigentliche Frage ist ja auch, wann kann in den Arztpraxen geimpft werden, die sogenannte zweite Phase der nationalen Impfstrategie, wann dieser Wechsel dann kommt von den Impfzentren zu den niedergelassenen Ärzten. Das ist auch noch nicht definiert. Und ich denke, das sind alles berechtigte Fragen, die auch beantwortet werden müssen. Aber letztendlich hängt alles auch davon ab, welcher Impfstoff wann verfügbar ist. Wir wissen, dass der Impfstoff BioNTech eben sehr komplex ist, in den Arztpraxen nicht verimpft werden können. Wenn wir aber dann auch Lieferungen haben mit anderen Impfstoffen in Größenordnung, wo auch in den Praxen geimpft werden kann, denke ich, muss man dann bundeseinheitlich dann über die zweite Phase dann auch sprechen. Aber soweit sind wir noch nicht, um auf Ihre Frage noch mal zurückzukommen. Ich kann das jetzt nicht beantworten. Das hängt natürlich von der Verfügbarkeit des Impfstoffs ab. Vielen Dank. Kommen wir zur nächsten Frage. Frau Abgeordnete Genburg, Sie haben jetzt das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage den Senat, welche Grundlage gibt es für die Entscheidung der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, bei Auftreten nur eines Corona-Falls in einer Einrichtung grundsätzlich alle Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung zu isolieren, wo doch viele Bewohnenden und die Mitarbeitenden in diesen Einrichtungen bereits geimpft sind und die Gesundheitsämter in den letzten Monaten gute Arbeit bei der Entscheidung zur Verhängung von Quarantänen geleistet haben. Frau Senatorin Kalaitschi, bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, eine Feststellung von Ihnen ist richtig. Wir kommen mit der Impfung in den Pflegeheimen sehr gut voran, um es genauer zu sagen. Das ist die gute Nachricht heute, dass wir fast mit allen Pflegeheimen durch sind mit der ersten Impfung. Es sind nur noch einige wenige Pflegeeinrichtungen, wo es Ausbrüche gab und organisatorische Themen, warum noch nicht geimpft werden kann. Wir haben sogar angefangen, auch mit der Impfung von großen Senioren
Residenzen, also große Wohnkomplexe. Das heißt, unsere mobilen Teams machen hier eine hervorragende Arbeit, auch bundesweit. Die letzte Statistik, die ich vom RKI gesehen habe oder auf Grundlage von RKI-Daten war, dass bundesweit wir Spitze sind, was das Impfen in Pflegeheimen angeht. Und bundesweit 30%, wir bei knapp 70%. Also da kann man tatsächlich von einem Erfolg für Berlin sprechen. Aber der Impfschutz ist tatsächlich so vom Hersteller auch angegeben, erst dann in der Größenordnung gegeben, wie wir uns das wünschen, wenn die zweite Impfung passiert ist. Und 7 Tage danach ist der Impfschutz auch dann so vorhanden, wie wir das uns wünschen. Und so werden wir jetzt auch mit der Tour anfangen, ab dem 17. die gleichen Pflegeheime noch mal aufzusuchen und die zweiten Impfungen durchzuführen. Das heißt, bis wir in den Pflegeheimen tatsächlich einen Impfschutz haben, wo wir auch sagen können, das Infektionsrisiko ist dadurch auch etwas minimiert, das ist ja nicht weg, dauert es noch. Und diese Durststrecke, sage ich mal, da würde ich gerne mehr Schutz in die Pflegeheime bekommen. Wir haben in den Pflegeheimen Hygienekonzepte, Schutzkleidung ohne Ende, Testungen vorgeschrieben für die Beschäftigten, für die Besucherinnen und Besucher. Wir haben pro Bezirk ein Testzentrum eröffnet, nur für die Angehörigen, dass sie sich testen können, bevor sie in ein Pflegeheim gehen. Das heißt, wir haben alles, was möglich ist, in Gang gesetzt, damit wir die Pflegeheime sicher machen können. Ich kann Ihnen hier leider nicht berichten, dass es keine Infektionen in den Pflegeheimen gibt. Und meine Erkenntnis ist, es fängt mit einer Infektion an, das werden dann 2, 3 und dann vergehen wenige Tage und sind ganz viele Bewohnerinnen und Bewohner betroffen, ganz viele Beschäftigte betroffen. Das ist die Erfahrung, was wir machen. Und deswegen ist das eine Maßnahme, was ehrlich gesagt jetzt die Alltagspraxis auch nicht durcheinander bringen wird. Das ist eine vorübergehende Maßnahme bis zum 10.2., bis wir mit den zweiten Impfungen durch sind, zu sagen, wenn eine Infektion da ist, dann muss man eben noch eine Sicherheitsstufe einbauen. Natürlich gibt es Ausnahmen für Demenzkranke, für Sterbenskranke. Das ist ganz selbstverständlich. Und also insofern ist es halt ein bisschen mehr Sicherheit für die Betreiberinnen und Betreiber, aber für die Praxis ist es eigentlich das, was auch regelhaft gemacht wird. Wenn ein positiver Fall da ist, dann muss erstmal Pause gemacht werden, muss geguckt werden, dass diese Infektion sich nicht ausbreitet. Das sind die Erfahrungen, die wir haben und aus diesem Grund haben wir diese Regelung getroffen, vorübergehend hoffentlich. Ab dem 10.2. brauchen wir das hoffentlich dann nicht mehr. Frau Genburg, Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Senatorin, für die Ausführungen. Es ist aber so, dass diese Praxis, die Sie jetzt dargelegt haben, nicht nur unseren Vereinbarungen widerspricht und auch den Diskussionen, die wir die letzten Monate geführt haben, sondern auch in unserer Kenntnis nach auch den Verabredungen im Senat. Können Sie das ausräumen und wie gehen Sie damit um? Also gibt es eine Grundlage, die dazu im Senat getroffen wurde? Frau Senatorin, bitteschön. Ja, also ich muss hier unterstreichen, dass Berlin und Thüringen die einzigen Bundesländer sind, die kein generelles Besuchsverbot in den Pflegeheimen verhängt hat. Wir sind die einzigen 2 Bundesländer. Das heißt, hier hat Berlin immer mit Augenmaß reagiert. Und es ist aber auch eine Realität, dass diese Infektionen da sind. Die kann ich nicht wegdenken und die kann ich auch nicht ignorieren. Und deswegen ist momentan jetzt auch mit dem Virus, mit der Mutation, wir merken, dass auch in den Krankenhäusern wird berichtet, die gleichen Personen, die gleichen Schutzmaßnahmen, die gleiche Situation, trotzdem mehr Infektionen. Und die gleiche Situation ist auch in den Heimen gegeben. Und die Wohnheime sind eigentlich, das sind schutzbedürftige Menschen, die brauchen mehr Schutz. Und wenn ich sehe, wo die Infektion zurzeit bei den älteren Menschen herkommt, das ist in den Pflegeheimen. Die Gleichaltrigen in der Häuslichkeit, in der ambulanten Pflege, haben wir nicht diese Zahl von Infektionen. Das ist in den Heimen. Und deswegen denke ich, ist es auch wirklich unsere Pflicht, hier mehr Schutz in dieser sehr kritischen Phase, bis der Impfschutz da ist, zu sichern. Und in der Praxis wird das sowieso gemacht im Regelfall.
Aber wir haben gesagt, wir würden das gerne bis zum 10.2. dann auch einheitlich regeln. Die zweite Nachfrage geht an Frau Abgeordnete Topasch. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte nachfragen, wenn der Schutz der Betroffenen, der Bewohner und Bewohnerinnen über die Pflegefachkräfte ja so wichtig ist, wo ich natürlich zustimmen werde, keine Frage, warum dann bekommen Leasingkräfte insbesondere, aber auch Pflegekräfte aus der ambulanten Pflege keine Codes, um sich für die notwendigen Termine anmelden zu können, ehe man dann zu einem so rigorosen Schritt übergeht, wirklich Einrichtungen komplett zu schließen. Frau Senatorin, bitte. Also diese Komplettschließung haben wir nie in Berlin gemacht, werden wir auch nicht machen. Das ist nur eine temporäre Maßnahme, wenn Infektionen da sind. Also es ist keine allgemeine Schließung, wie andere Bundesländer das gemacht haben. Das machen wir in Berlin nicht, sondern wenn Infektion da ist, gibt es temporär sozusagen hier eine Besuchseinschränkung. Das Thema mit dem Impfen und den Leasingkräften, das ist gesteuert über den Arbeitgeber. Wir haben die stationäre Pflegeeinrichtung online abgefragt, wie viele Beschäftigte sie haben, um die Code zu erstellen und auch ihnen zugänglich zu machen oder zuzuschicken. Und die haben halt diese Beschäftigten nicht gemeldet, weil sie sagen, das sind nicht unsere Beschäftigten. Das würden wir aber mit denen nochmal nacharbeiten. Für den Schutz ist es mir auch wichtig, dass die mitgeimpft werden. Das ist aber der Grund, warum die nicht gemeldet worden sind. Das ist nicht von uns gesteuert, sondern von den Pflegeeinrichtungen, sowohl ambulant als auch stationär. Vielen Dank, sehr verehrte Damen und Herren. Die Zeit für heute ist ausgeschöpft. Die Fragestunde ist damit beendet. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3. Das sind die Prioritäten. Ich rufe auf die laufende Nummer 3.1. Das ist die Priorität der Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen mit dem Tagesordnungspunkt 9. Vorlage zur Beschlussfassung, Drucksache 18/3283, Gesetz zur Änderung des Bezirksverwaltungsgesetzes und zur Änderung anderer Gesetze. Ich eröffne die erste Lesung der Gesetzesvorlage. In der Beratung beginnt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Es hat das Wort Herr Abgeordneter Ziller. Bitte schön.